Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es, wir sind heute in der Natur. Und warum sind wir in der Natur? Naja, es ist Frühling, ich will raus. Es ist viel schöner als jetzt im Büro zu sitzen. Er hier, er muss auch mal raus. Und deswegen kommt das Video heute hier also aus der Natur. Und zwar geht es heute um was ganz Wichtiges, nämlich um die drei Fehler, die du vermeiden sollst, wenn du mit dem Optionshandel anfängst. Viele fragen mich immer, Jens, wie fängt man denn an mit dem Optionshandel? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Tipps und ganz viele Ideen, was man da machen könnte. Und ich will dir aber heute einfach mal drei Dinge sagen, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du mit dem Optionshandel anfängst. Ich nenne sie mal einfach jetzt die drei größten Fehler. Fehler Nummer eins ist, dass du ausschließlich Paper Trading machst. Ne? Es gibt viele Leute, die sagen sich, okay, bevor ich jetzt anfange, mache ich erstmal ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang Paper Trading. Aber das ist aus meiner Sicht heraus totaler Blödsinn. Also das ist totaler Blödsinn. Warum? Weil, ich muss jetzt mal stehen bleiben, sonst dreht er hier noch durch, der Kollege. Paper Trading dient eigentlich nur dazu, dass man die Handelsplattform kennenlernt, dass man vielleicht auch mal lernt, wie man eine Order richtig aufgibt und dass man also so die ersten wirklich mal Tests einfach so machen, dass man sagt, okay, ich probiere mal aus, wie ist denn das, eine Option zu verkaufen und so weiter. Aber Paper Trading, wer das jetzt dauerhaft macht, und viele machen den Fehler, dass sie sagen, ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr Paper Trading, um meine Strategie zu testen, das bringt aus meiner Sicht überhaupt nichts. Warum? Weil das Wichtigste nämlich fehlt und das ist der Kopf. Also das heißt, du hast im Paper Trading eben nicht diese mentale Komponente dabei. Es ist nun aber mal so, dass im Börsenhandel das Wichtigste die mentale Komponente ist. Wenn du es im Kopf nicht machst, dann machst du es auch nicht in einem Echtgeldkonto. Ne? Also das heißt, wie heißt immer so schön, gewonnen wird zwischen den Ohren. Und also hier mit dem Kopf da oben. Und deswegen zu lange Paper Trading machen ist definitiv kontraproduktiv, hat also überhaupt keine Vorteile. Fehler Nummer zwei, du machst zu große Positionen am Anfang. Viele fangen bei uns auch an und erzählen uns dann, naja Jens, pass auf, ich habe ein relativ großes Konto, ich habe irgendwie, was weiß ich, was verkauft oder ich habe eine Erbschaft gemacht oder ich habe mir 50, 100.000 Euro zusammengespart und wollen dann gleich mit den ersten Trades Positionen machen oder erste gleich Gewinne machen, die natürlich dem Konto entsprechen. Ja, also dass du jetzt sagst, ich habe ein 50.000 oder 100.000er Konto, sagen wir mal. Und die wollen natürlich dann, wenn du dann sagst, ja, jetzt mach erstmal einen Trade, wo es darum geht, 10 Dollar zu verdienen, dann sagen die, wie, ich kann doch nicht 10 Dollar verdienen, ist doch viel zu wenig. Was soll das, was sollen 10 Dollar in einem 100.000er Konto machen? Aber das ist enorm wichtig, dass du am Anfang kleine Positionen machst. Ne? Also das heißt, der Fehler ist, vermeide große Positionen. Weil auch hier geht es mehr um den Kopf. Wenn du deine allerersten Trades machst, geht es darum, auch dich selbst kennenzulernen. Es geht auf der einen Seite darum, dass du erkennst, okay, wie bewegen sich Optionen, was passiert da? Und auf der anderen Seite, dass du aber auch mal erkennst, was bist du denn für einer? Also wie reagierst du denn darauf? Wie reagiert dein Kopf auf Gewinne? Wie reagiert dein Kopf auf Verluste? Also bist du dann depressiv? Bist du euphorisch? Bist du manisch? Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du am Anfang kleine Positionen machst und die Positionen definitiv nicht zu groß machst. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also vermeide es am Anfang, zu große Risiken einzugehen. Das erste halbe Jahr geht es darum, dass du das Business lernst. Gewinne kannst du dann auch noch später machen. So, und wir gehen jetzt mal in der Zwischenzeit hier wieder ein bisschen zurück, oder? Ja, und das nächste, Fehler Nummer drei, eindeutig zu komplizierte Konstruktionen. Ich glaube, im Aktienhandel ist das viel einfacher. Im Aktienhandel würde jetzt einer hergehen und würde sagen, okay, ich kaufe mir mal eine Aktie. Ne? Und das ist halt das, was ein Anfänger macht. Oder er kauft sich halt einen ETF. Und bei Optionen denken alle, sie müssten am Anfang irgendwie ganz komplizierte Dinge machen. Ne? Also sie müssten irgendwie Backspreads machen oder irgendwelche Butterflies oder von mir aus Kalenderspreads oder so Dinge. Ne? Und das ist aus meiner Sicht heraus viel zu riskant. Warum? Weil du am Anfang noch gar nicht einschätzen kannst, wie bewegt sich eine einzelne Option, geschweige denn so eine Konstruktion, auch wenn du das Regelwerk kennst und so weiter. Das Einfachste ist aus meiner Sicht heraus, dass du am Anfang simple Strategien machst. Und eine simple Strategie kann auch sein, dass du sagst, ich kaufe einfach mal nur eine Option. Oder aber ich mache einen, wenn du Optionen verkaufen willst,
ich mache einen ganz engen Spread. Ich mache einen Bullput-Spread, einen Berghall-Spread. Ne? Vollkommen egal. Hauptsache, du machst am Anfang etwas total Simples. Ein Bein, zwei Beine, aber nicht mehr, weil du wirst es am Anfang nicht verstehen. Du kannst, viele sagen immer, ja, aber es gibt doch dann ein Regelwerk. Ne? Also wir haben ja selber auch mal einen Lehrgang gemacht über Kalenderspreads und so weiter. Wir haben dann aber festgestellt, dass die Teilnehmer, die haben das, die Anfänger, nicht greifen können. Und wenn man das vielleicht mal mit dem anderen, aus einem anderen Bereich mal hernimmt, wenn du jetzt sagen würdest, du hast, du willst Autofahren lernen, ne? Dann kann man dir doch auch am Anfang keinen Formel-1-Rennwagen hinstellen und sagen, ich erkläre dir aber auch alles, wie es funktioniert. Nein, da musst du auch erstmal mit einem kleinen Auto anfangen und vielleicht am Anfang auch nicht unbedingt die Rallye Paris-Dakar fahren, sondern eben erstmal gerade Strecke, Parkplatz und da ein bisschen was machen. Okay? Also auch das ein Fehler. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Ah, ich glaube, der Cutter wird schimpfen wegen dem Licht, aber ist egal. Also Fehler Nummer 1. Was war es gleich? Genau, Paper Trading. Nicht zu viel Paper Trading machen, sondern wirklich nur am Anfang. Fehler Nummer 2, zu große Positionen. Und Fehler Nummer 3, ganz eindeutig, zu komplizierte Strukturen handeln. Halte es einfach, mach es und dann funktioniert es auch. Dann kommst du rein und dann kannst du es auch lernen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch vielen Dank, dass ihr hier zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye-bye.